Hallo und herzlich willkommen bei LCW, Lucaranos Community Wrestling. Das gerade eben war das neue Intro für die LCW. Ich hoffe, es gefällt euch. Ist vielleicht noch nicht ganz perfekt, vor allem das Ende, aber so sieht's momentan aus. Ich find's sehr nice. Schreibt's mal rein, wie ihr es findet. Wir sind endlich bei Part 100, beim Spezial sozusagen, beim Special. Wird ein langer, langer Part, das kann ich schon mal sagen. 4 Live-Matches, wir krönen einen neuen LCW-Champion. Es ist gerade 3-mal in Folge gefreezed, nachdem ich spielen wollte. Es klappt gerade gar nichts. Ihr kennt es ja, man will die ganze Woche aufnehmen. Man überlegt sich, wann man es macht. Dann kommen erst die Handwerker. Man kann hier gar nicht aufnehmen, weil die so da die Wand wegballern, als hätten sie sonst nichts mehr zu tun. Man versteht kein Wort mehr und jetzt habe ich Halsschmerzen. Aber das ist mir total egal. Ich habe es gerade im Skype-Chat schon gesagt. Leider freestart Spiel die ganze Zeit. Das ist mir noch nie passiert. Jetzt, wo es drauf ankommt. Ich will ja eigentlich heute, wenn ihr das jetzt am Freitag gucken könnt, wäre es natürlich sehr, sehr geil. Ich weiß nicht, ob diese Aufnahme ja gleich wieder im Müll landet, weil es wieder freest. Aber wir kommen jetzt zu Match Nummer 1. Kevin Young gegen Mark Morris. Nein, bevor wir da hinkommen, danke an alle, an die ganze Community, die so dabei ist. Danke an einen Spongo, der mir immer die Course erstellt. Danke an einen Eduard oder einen Tom, die ich eigentlich bei jeder Stelle, wo ich mal eine Frage zum Let's Play habe, wo ich mir mal so denke, ja, wie würdet ihr das finden, kann ich immer fragen. Mega geil, die spoilern auch nicht die anderen. Generell einfach auch danke an einen Max, der geholfen hat beim Intro. So alle Leute, die halt irgendwo, auch wenn es kleine Dinge sind, gut, Spongo macht große Dinge, aber wenn es kleine Dinge sind, hilft mir schon. Allein wenn ihr einen Kommentar schreibt, hilft es mir schon. Also danke an alle, die immer noch dabei sind. Übergreifend von WW13 ja auch noch viele dabei. Also ich finde es richtig geil, dass das Wrestling Let's Play schon so lange läuft. Hätte ich nie gedacht. Aber so kann es laufen. Wir starten aber jetzt mit Match 1. Kevin Young gegen Mark Morris. Young Sucks, ihr wisst ja alle. Ja, mein Favorit ist hier Mark Morris. Die beiden haben sich gesplittet, haben es nicht zusammen geschafft. Wenn ihr wollt, kann der Sieger hier dieses Matches eine Stipulation aussuchen und dann nächste Woche als Live-Match nochmal vielleicht, um diese kleine Rivalität endgültig zu klären, wenn ihr wollt. Sonst lassen wir es bei dem Match heute. Young oder Mark Morris? Wer wird sein? Mark Morris. Mark Morris gewinnt. Und dann jetzt umgestellte Matchcard. Eben war Match 2 das 6-Mann-Tag-Team-Match, was ihr da seht. Die aktiven Zuschauer, da sage ich aber mehr noch zu, aber dann kommen wir jetzt zum ersten Quali-Match. Jack Steele versus MJB versus Chris Sterling. Die zwei Brüder im Ring, der NXT Tag Team Champion im Ring, wirklich der Wahnsinn. Und es bleibt nicht stehen und ich sehe Bild und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Und ich hoffe, dass es jetzt läuft. Wäre auch mein letzter Versuch gewesen, weil ich gleich, wie gesagt, keine Zeit mehr habe. Aber es wird ein toller Part hoffentlich und das ist jetzt unser erstes Live-Match. Jack Steele, MJB und Chris Sterling. Und ich höre schon wieder nichts und das macht mich schon wieder misstrauisch. Nee, läuft auf jeden Fall noch. Hör nur keine Musik, dann ist alles gut und dann geht's jetzt los. Da kommt er. Der erste Mann im Part 100, den wir sehen, ist unser NXT Tag Team Champion, Jack Steele. Einer meiner Lieblings-Superstars bei NXT, ich hab's schon häufiger gesagt. Jack Steele kommt zum Ring. Mein Favorit irgendwie in diesem Match, weil ich glaube einfach, die Brüder werden sich gegenseitig zerfleischen, weil es hat ja nicht so geklappt. Debüt von MJB ist richtig in die Hose gegangen. Und deswegen bin ich einfach mal gespannt, ob er hier heute Abend gewinnen kann. Das wäre natürlich die größte Überraschung. Chris Sterling oder Jack Steele stelle ich in etwa auf eine Höhe, obwohl ich ein bisschen mehr der Fan von Jack Steele bin. Ihr wisst das ja, ich bin ein richtiger Jack Steele-Fanboy, könnte man sagen. Und dann geht's jetzt weiter. Jack Steele ist im Ring. Razar wird Backstage sein. Eigentlich wollte ja der liebe Jack Steele das Match abgeben, aber ich denke mir, sowas gibt's nicht. Jack Steele bekommt heute seine Chance. Natürlich, wenn das heute vermasselt, dann würde ich sagen, hat sich der Traum mit NXT Champion Titel bzw. LCW Champion Titel erstmal ausgeträumt. Man weiß ja nicht, wer der neue Champion wird. Das werden wir heute in diesem Video hier klären. Und da kommt jetzt der nächste Mann, von dem ich sehr, sehr viel erwarte. MJB. Debüt verloren, das heißt, er muss heute überzeugen. Er muss heute abliefern. Just bring it sozusagen. From Chicago, Illinois. MJB. Ich kann ihn noch gar nicht einschätzen. Wie gesagt, er hat das Debüt verloren mit Chris Sterling zusammen, wo wir dachten, ja, neues Bruderpaar. Haben sich gar nicht gut verstanden. Ging danach ein bisschen wild her zwischen den beiden. Und dann fehlt jetzt noch ein Mann. Denn wir sind ja hier im Triple Threat Match. Das nächste Quali-Match wird ja auch noch ein Triple Threat-Match sein. Sami Zayn, Mike Dusan und der Mystery Opponent.
Da kommt Chris Sterling. Ja, vielleicht gewinnt der das. Ich kann es einfach nicht sagen, weil man könnte sagen, ja, Jack Steele, erfahren, hatte schon Titel, hat schon gegen Luke Bass gekämpft. Aber man kann es halt einfach nicht so vorher sagen. Man kann bei einem Santino gegen einen Mark Henry, da würde ich mich fast festlegen und sagen, ja, Mark Henry macht das Ding. Obwohl wir haben letztes Jahr gesehen, wer kann sich noch erinnern, als Santino Marella Randy Orton gecovert hat. Das war auch der Wahnsinn. So, und alle drei sind jetzt da. Chris Sterling hatte noch nie einen Titel bei NXT. MJP natürlich auch nicht. Jack Steele, wir wissen es, Tag Team Champion. Also, heute die Chance, jetzt ins Finale einzuziehen. Das Finale ist dann natürlich One-on-One, ganz normales Match mit Regeln. Und dann geht's los. Jack Steele gegen die Brüder. Und jetzt wird interessant sein zu beobachten. Da geht's schon los, ob die beiden sich hier zusammentun. Und es sieht gerade schon danach aus, als würden sie hier zusammenarbeiten gegen Jack Steele. Natürlich, diese Zusammenarbeit muss irgendwann enden, weil es gibt nur einen Sieger im Triple Threat. Und ich glaube nicht, dass sie sich vorher abgesprochen haben, so nach dem Motto, ja, du Chris Sterling oder du Chris, du wirst es machen. Oder du MJB, du wirst es machen. Aber das glaube ich nicht. Die wollen alle Titel haben. Aber bisher, ihr seht, kämpfen die hier zusammen. Als Bruderteam sozusagen. Ist der Wahnsinn. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja, da dachte ich, da geht die Harmonie schon zu Bruch. Schöner Kick da von Jack Steele. Ich bin richtig gespannt, wer hier LCW Champion wird heute. Der Titel, ja, ihr werdet ihn nachher sehen, wie er aussieht. Ich finde, er ist mir gut gelungen. Das LCW fanden noch einige zu groß. Das kann ich vielleicht nochmal verkleinern. Da hatte ich aber bisher keine Gelegenheit zu. Ja, jetzt, also, aber seht das, gibt keine Zusammenarbeit hier. Jetzt kriegt nämlich Chris Sterling mal den Kick von Jack Steele ab. Und Triple Threat bedeutet keine Regeln. Also die ganz normalen Cover und Submission natürlich, aber Stuhlschläge, Tische, Leitern, alles erlaubt. Klar, Triple Threat, so wie wir es halt kennen. Countout gibt es nicht. Sehr interessant, es ist aber ein normales Triple Threat, das kann ich nochmal sagen. Kein Elimination. Ah, jetzt schöner Überwurf da von Jack Steele gegen MJB. Da wird interessant sein, also wie gesagt, meine Favoriten sind eigentlich Jack Steele und Sami Zayn, also mal einfach mal abwarten. Jack Steele gegen Sami Zayn im Finale wäre natürlich auch ein Hammer-Match. Ja, und dann küren wir heute also den ersten LCW-Champion. Ja, wie es mit dem LCW-Champion-Titel weitergeht, werdet ihr sehen, hab mir da natürlich was überlegt. Und bei SmackDown, da könnt ihr euch ja auch schon drauf freuen, SmackDown, je nachdem, bringe ich vielleicht noch am Sonntag, müssen wir mal gucken. Und schöner Twist of Fate hier gerade von MJB. Das war ein Twist of Fate. One, two. Ja, da wollte Jax hier das Cover abstauben. Hat aber nicht geklappt, klar. Aber Twist of Fate natürlich eine Aktion. Wow, kann man mal machen. Aber Jax Steele wehrt sich da. Ja, Jax Steele natürlich jetzt der, der am meisten eingesteckt hat. Das ist klar. Und jetzt arbeiten die beiden wieder zusammen. Aber Jax Steele mit dem Konter und dem Double DDT gegen die Brüder. Ja, so kann es laufen. Müssen wir mal abwarten und da kommt der Big Boot von Jack Steele. Wow, ich liebe diese Aktion, den Big Boot von Jack Steele, dem NXT Tag Team Champion. So, und jetzt MJP, vielleicht kann der jetzt raus Profit schlagen. Na, Chris Sterling liegt am Boden, jetzt ist er wieder da. Vielleicht hätte MJP da das Cover abstauben können. Gegen seinen eigenen Bruder wäre das natürlich noch viel, viel geiler gewesen. Stellt euch das mal vor, der covert hier seinen eigenen Bruder. One. Ja, nee, wie gesagt, Triple Threat, es kann jede Sekunde vorbei sein. Eine, ja, sozusagen... Unkonzentriertheit, das reicht schon. Dann kann es vorbei sein. Da braucht gar keine große Aktion gekommen sein. Dann war es das schon. Wow, Überwurf vom MJB. Guckt euch Jack Steele an. Der taumelt da schon richtig. Klar, der Twist of Fate eben war hart. Ja, das ist interessant. Aber das Match, ihr merkt, die haben schon so ihre entscheidenden Moves gezeigt. Das kann jede Sekunde vorbei sein. Ja, Neckbreaker von Jack Steele. Guckt euch Sterling an. Der taumelt da auch schon ganz schön. Jack Steele, ja, der macht weiter, so kennen wir das. Wenn er auf das Ende des Matches zugeht, schlägt er auf den Kopf des Gegners ein, wie hier gerade, gegen MJB. Kommt der Uppercut vielleicht? Das wäre natürlich jetzt richtig awesome, wenn er käme. Ja, Chris Sterling, Body Slam gegen Jack Steele. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Stellt euch mal vor, einer der Brüder pinnt den anderen, das wäre so awesome. Und das Cover. Eins, nee, klar, MJB ist noch da, der will hier nicht abgeben, also meine Theorie am Anfang, dass sie vielleicht sich abgesprochen haben, klar, jeder will hier gewinnen, gibt hier keine Absprache, Cover, eins, ja, wieder geht er dazwischen, die müssen sich noch ein bisschen mehr schwächen, auch den anderen schwächen, ich habe das ja schon ein paar Mal erklärt bei Triple Threat Matches, man muss sozusagen alle abgefertigt haben, um am Ende einfach das Cover zeigen zu können, schöner Backbreaker da von MJB, Mann, 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 gegen den eigenen Bruder, nee, war Jack Steele, stimmt. Ja, und Springboard Seaton Senden passt auch. Ja, ich glaube, wir gehen in Richtung Matchende.
Ich habe ja gesagt, der Part wird länger. Wir werden noch ein 6-Mann-Tag-Team-Match sehen, noch ein Triple Threat und dann natürlich noch das Main-Event. Also das wird richtig, richtig gut. Ah, jetzt das Cover von Jack Steele. Aber das ist natürlich, ich habe es gesagt, die müssen sich mehr abfertigen. Ja, abfertigen war schon das richtige Wort. Meine Halsschmerzen sind so übel, das glaubt ihr gar nicht. Aber ich will jetzt hier diesen Part 100 endlich auf die Beine bringen, denn ihr freut euch auch drauf. Und ich hoffe, dass der Part jetzt wirklich am Ende auch so gut sein wird, wie ihr es alles erwartet habt. Ah, Konter von Jack Steele. Da wollte Chris Sterling vielleicht zu einem seiner Finishing Moves ansetzen. Und schöner, eingesprungen. Na, was war das denn für eine Aktion von MJB? Das war ja der Hammer. Tolle Aktion von MJB, aber Chris Sterling, eins. Ja, der will da das Cover abstauben. Das kann doch nicht sein. Die Brüder müssen vielleicht mal ein bisschen gegeneinander kämpfen. Wow, wow, one, wow, was war das denn von MJB? Der zeigte die neuen Aktionen, die wir so vielleicht im Let's Play noch nicht gesehen haben. Geil, gefällt mir gut. Und schöner Big Boot in der Ecke von Jack Steele. Trifft er da MJB? Ja, sind denn da die Lichter ausgegangen? Ich weiß es nicht. So ein Big Boot in der Ringecke von Jack Steele. Eins. Klar, Chris Sterling ist da. Die müssen sich mehr abfertigen. Da müssen sie jetzt auch ein bisschen mitdenken. Und jetzt hat er ihn zum Torture Rack. Das sieht nicht gut aus, aber das ist ein Finisher. Der Burning Hammer. Oh Mann, also Jack Steele kassiert hier richtig in dem Match und MJB teilt aus. One, die Brüder müssen gegeneinander kämpfen. Ich sehe das schon. Jack Steele wird nachher überhaupt nicht mehr in der Lage sein zu gehen. Der ist hier komplett abgefertigt. Aber die Brüder, die müssen gegeneinander kämpfen. Guter Neckbreaker. Ein Swinging Neckbreaker. Und jetzt wieder vom Top Rope. Ne, vom Seil. Schön. Kommt er da angeflogen. Und jetzt ist Cover vielleicht. Jetzt ist Cover vielleicht. MJB aber Rope Break. Rope Break. Das hat er nicht gut gemacht. Er hätte das vielleicht eher bei Chris Sterling versuchen sollen, wie er es jetzt macht. Aber klar, Jack Steele ist da. Oh Mann, das wird ein langer Part. Und wieder Konter und diesmal Double DDT gegen Jack Steele und gegen Chris Sterling. MJB überrascht mich in dem Match, zeigt richtig, richtig starke Aktion. Und jetzt Jack Steele und jetzt Jack Steele mit dem Uppercut aus dem Seil. Und jetzt ist Chris Sterling aber wieder da. Oh Mann, den hätte er jetzt abfertigen müssen. Ja, und der geht natürlich dazwischen. Mann, 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 das Match hätte schon einige Male zu Ende sein können. Aber sie gehen halt immer wieder dazwischen. Niemand gibt hier auf oder bleibt liegen. Die kämpfen bis zum letzten Tropfen, der in ihn steckt. Schöner Clothesline von Jack Steele. Und jetzt vielleicht mal, ja, die anderen beiden müssten gegeneinander kämpfen, aber tun sie nicht. Ah doch, jetzt vielleicht. Schöner DDT von Chris Sterling. Und jetzt einfach abstauben. Einfach abstauben. Eins, zwei, drei und Chris Sterling pinnt bei Jack Steele und gewinnt dieses Match. Damit hätte ich jetzt in dieser Szene nicht gerechnet, aber er hat es genau richtig gemacht. Den, der übergeblieben ist, den hat er angegriffen mit dem DDT. Und da reichte auch ein DDT, denn beide konnten ja nicht mehr aufstehen. Und damit haben wir den ersten Finalteilnehmer. Chris Sterling. Eben ein Schlückchen trinken. Ja, das war doch mal eine Entscheidung. Ja, Chris Sterling hat es als einziger richtig gemacht. Ja, der kann sich hier feiern lassen. Glückwunsch an dieser Stelle. Natürlich bringt es gar nichts, wenn er jetzt nachher das Main Event verliert. Also das wird noch richtig, richtig wichtig für ihn. Kann sich hier aber schon mal feiern lassen. Kann sich jetzt ausruhen backstage. Hat sozusagen den kleinen Vorteil. Denn der andere Sieger des Triple Threat Matches, der hat ja quasi noch frisch das Match nachher in den Knochen. Denn jetzt kommen wir zum 6-Mann-Tag-Team-Match. 6 aktive Superstars, 6 aktive Abonnenten, die immer wieder dabei sind, auch im Skype-Chat sehr aktiv sind. The Big Truth, R-Truth und Big E zusammen. Das darf nicht wahr sein. Es bleibt wieder bei diesem Match hängen. Ja, dann muss man das... Es bleibt nicht hängen. Warum ist das immer so ein langer Black Screen? Das ist der Wahnsinn. Na, geht halt weiter. Ist doch scheißegal. Also, wie gesagt, Big Truth und Cody Rhodes. 3 sehr aktive Superstars gegen 3 andere sehr aktive. Rey Mysterio, Intercontinental Champion Dolph Ziggler und Chris Jericho. Ja, WWE Superstars bei NXT ist was Neues, aber es ist ja auch Part 100. Und um den Fans jetzt nochmal richtig was zu bieten, haben wir dieses geile 6-Mann-Tag-Team-Match. His partners from Charlotte, North Carolina,
What's up, R-Truth? Da kommt R-Truth, erster Teil des Tag-Teams, und dann fehlt natürlich nur noch Big E, der Powerhouse. Und ich bin mal gespannt, wer dieses Match gewinnt. Big E und R-Truth haben zusammen schon tolle Matches gezeigt. R-Truth auch. Cody Rhodes sowieso. Cody Rhodes ist der Number One Contender auf den Titel von Dolph Ziggler. Deswegen passt dieses Match so gut. Deswegen habe ich das auch so gebaut. So, dann sind die ersten drei im Ring. Und ich hoffe, dass es so weitergeht wie im ersten Match, was wir gesehen haben. Das war ja schon richtig gut. Und da kommt da The Show of Dolph Ziggler, der Intercontinental Champion, zu Gast bei NXT. Ja, der WWE-Champion, dieses Spiel ist so am Arsch. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber dafür nehme ich natürlich nicht neu auf. Dolph Ziggler kommt zum Ring, das NXT-Publikum feiert das natürlich richtig, dass sie auch mal den Intercontinental Champion live in Action sehen. Und da der Mann, von dem ich hier heute wirklich mal was erwarte. Chris Jericho fehlt noch und da kommt Rey Mysterio. Der muss heute einfach zeigen, was in ihm steckt. Booyaka Booyaka 619 aus San Diego, California, Rey Mysterio. Und dann fehlt natürlich nur noch einer, Mr. Money in the Bank, Chris Jericho. Auch wieder ein neues Bild für die NXT-Fans. Natürlich, die feiern das, dass auch mal ihre Lieblinge aus den anderen Raws, dann aus Raw und SmackDown auch mal da sind, ganz klar. Würde ich ja auch feiern, ganz ehrlich. Wenn ich immer NXT sehe und dann kommen mal solche Überraschungsteilnehmer für die Show, ist doch geil. Das nächste Match dann, für die, die es noch nicht erwarten können. Wie gesagt, das nächste Triple Threat Match. Sami Zayn gegen Mike Dusan versus Mystery Opponent. Ja, wer wird's wohl sein? Kleiner Spoiler, es ist nicht Ed Scartio und es ist auch nicht Brock Lesnar. Nur, um schon mal zu sagen. Ja, Jericho genießt das, das sieht man, dass er hier auch mal von den anderen Fans von NXT so bejubelt wird. Er kennt ja quasi nur positive Reaktionen, zumindest aktuell bei uns. Und dann kommen wir jetzt zu diesem hoffentlich guten Sechs-Mann-Tag-Team-Match. Das kann durchaus auch wieder richtig lang werden. Und mein Favoritenteam ist einfach das Team Chris Jericho, Rey Mysterio und Dolph Ziggler. Ich lege mich mal nicht fest, weil in dem Match, sage ich ganz ehrlich, möge der Bessere gewinnen oder mögen die Besseren gewinnen. Und guckt euch das an, Cody gegen Dolph Ziggler, die fangen direkt an. Die beiden, die als nächstes wahrscheinlich um den Intercontinental Champion Gürtel kämpfen werden, denn Cody hat sich's verdient. King, what must Cody be thinking as we get started? Well, I'm sure he's thinking about what a win over the champion would mean. Aber Dolph Ziggler macht es direkt richtig hier. Schickt Cody in die eigene Ringecke. Da kann man ihn isolieren und jetzt bearbeiten. Und vielleicht kann man ja auch das Match gewinnen, indem man Cody komplett im Ring hält. Nicht ihn wechseln lässt mit Big E oder mit R-Truth. Klar, mit Big E sollten sie vielleicht sowieso nicht wechseln lassen, weil der schmeißt dann die Jungs da alle drei durch den Ring, wie er will. R-Truth mit seiner Schnelligkeit und seinen ja, verrückten Aktionen, die er zum Teil zeigt, natürlich auch richtig, richtig gefährlich. Ah, Ziggler fängt nämlich gut an. Ihr seht's, viele Aktionen gegen Cody. Und wenn sie ihn da jetzt wirklich in der Ringecke halten, dann sage ich, können sie das Match hier mit einem quasi, wie nennt man das? White Flush? Ne, wie nennt man das? Wo man quasi ohne Probleme einfach so durchgeht. Ich glaube, so nennt man das irgendwie in der Art. Also wie gesagt, ich sage hier nicht, das Team soll gewinnen oder das Team soll verlieren. Die Besseren sollen gewinnen. Ich will ein vernünftiges Match sehen, das soll ein toller Part 100 werden. Schöner Suplex von Cody, das muss man ja auch sagen. Ich mag Cody Rhodes, der zeigt nämlich in den Smackdown-Wochen wirklich, was in ihm steckt. Aber jetzt ist es passiert, wechselt zu R-Truth und jetzt macht R-Truth genau das Richtige und hält jetzt Dolph Ziggler da in seiner Ringecke. Klar, die wissen alle lang genug, wie es läuft in der WWE, sind lange genug dabei und die wissen, mit welchen Tricks man hier Matches gewinnen kann. Oder mit welchen, ja, Tricks nicht mal, aber ihr wisst, was ich meine. Welche kleinen Kniffe, das ist ja nichts Besonderes. Man kann ja auch ganz viele kleine Aktionen in der eigenen Ringecke zeigen. Hauptsache, man besiegt irgendwie den Gegner. Aber Wechsel, jetzt kommt nämlich Rey Mysterio, wunderbar.
Jetzt der Meister des Circuits One Nines. Und das wäre natürlich richtig geil, wenn er den heute in dem Part zeigen würde. Oder er zeigt nochmal seinen anderen Finishing Move. Den hat er ja zum Beispiel gegen Luke Bass ausgepackt, aber es hat halt am Ende wieder nicht gereicht. Er war auf dem Top Rope, wollte aber wahrscheinlich auch den Eddie Guerrero 5-Star Frog Splash zeigen. Aber was war? Luke Bass hat ihn abgefangen, hat ihn am obersten Seil gegriffen und hat ihn auf die Matte gehämmert. Und dann war Feierabend für Rey Mysterio, ausgeschieden im SmackDown-Turnier. Also wirklich traurig, was mit Rey Mysterio bei uns passiert. Er findet einfach nicht zu seiner Form. Und vielleicht, muss man ja sagen, ist das das Match, wo er endlich wieder in die Schiene findet. Ich würde mich so freuen für ihn, ganz ehrlich. Rey Mysterio ist ein Mann, der muss Siege feiern, der muss ganz viel gewinnen, der muss Gold eigentlich auch tragen. Aber er schafft es halt bei uns einfach nicht, in seine alte Form wieder reinzufinden. Ich fände es hammergeil. Ihr würdet es bestimmt auch feiern, wenn Rey einfach mal aus diesem Loch, der wird ja quasi schon tot gehatet, tot geflamed. Ja, Rey, der kann eh nix, Loser, Mysterio oder so. Aber er kann es vielleicht heute mal beweisen. Einfach mal ein Sieg in einem 6-Mann-Tag-Team-Match wäre auch schon mal wieder ein Erfolg. Oh, schöne Double-Team-Aktion hier von Ziggler und von Rey Mysterio. Das haben sie gut gemacht gegen R-Truth. Ah, schön, 2 Elbows und der dritte sitzt auch noch. 3 Elbows von Dolph Ziggler. Und vielleicht Zigzag hinterher, das wäre es natürlich. Aber schöner Dropkick. Ich mag die Dropkicks von Dolph Ziggler. Und Submission Move. Aber natürlich, jetzt haben wir hier das Chaos im Ring. Jetzt haben wir alle 6 Superstars da. Cody und Chris Jericho gegeneinander. Und DDT gegen R-Truth. Das ist ein harter DDT gewesen. Cover 1, 2. Na, das hätte gereicht vielleicht. Aber Rey Mysterio hat sich da nicht richtig gekümmert. Und Zigzag! Zigzag gegen R-Truth. Und jetzt sind alle weg. Jetzt sind alle weg. Und jetzt vielleicht das Cover. Und das könnte der Sieg sein. 2, da geht Cody Rhodes dazwischen. Das war wirklich eng. Oh, wieder Submission. Und Cody muss jetzt eingreifen oder Big E muss eingreifen. Und das ist es schon. Der Sieg für Dolph Ziggler, Rey Mysterio und Chris Jericho. Ja, das ging ein bisschen schneller. Quasi ein kleines Match zur Überbrückung. Ja, die drei können sich feiern lassen. R-Truth nach dem DDT und dem Zigzag einfach in den Submission Hold. Ja, Submission Holds kann der Ziggler, das ist einfach so. Klar, ein bisschen schade, dass das jetzt wieder so endet, aber Ziggler hat einen Submission Finisher, so rum. Selbe gilt für Chris Jericho. So, die drei können sich feiern lassen und dann kommen wir jetzt nach einer kleinen Pause, ich komme gleich wieder, zum Triple Threat Match. Natürlich, im Video geht es ganz normal weiter. Ich muss aber kurz einen Schluck trinken gehen, weil meine Halsschmerzen mich sonst umbringen. So, willkommen zurück. Und dann geht's jetzt weiter mit dem zweiten Triple Threat Match. Sami Zayn versus Mike Dusan, einer der neuen Superstars. Versus, ja, wer wird's wohl sein? Edgardo ist es nicht. Das habe ich schon gesagt. Ich musste gerade ein bisschen was umstellen wegen der Synchronität, damit ich das gleich auf jeden Fall synchron hinkriege. Denn eben war ich, glaube ich, ein bisschen versetzt. Muss man mal gucken. Und dann kommen wir jetzt zum zweiten Triple Threat Match. Gerade eben, Chris Sterling hat gewonnen. Ihr habt es gesehen, er hat MJB und Jack Steele besiegt. Hätte ich nicht unbedingt mit gerechnet. Wie gesagt, Jack Steele ist irgendwie so mein Fan. Also ich bin Fanboy, ist so mein Liebling. Und da kommt Sami Zayn zum Ring. Absolut, einer meiner Favoriten für den Turniersieg. Also Turniersieg, so kann man es nicht nennen, für den LCW-Titel sozusagen. Publikum feiert ihn natürlich. Das ist ein kompletter Face, ein super Face. Die lieben ihn, guckt euch das an. Der feuert das Publikum hier nochmal richtig an. Und dann kommen wir natürlich jetzt zu Mike Dusan, einer der neuen Superstars. Ich habe mich da ganz random für entschieden, für Mike Dusan. Denn ich dachte mir, ich baue einen neuen ein. Ganz neuen Core und das ist er, Mike Dusan. Sieht nicht schlecht aus, würde ich sagen. Hat ordentlich was auf dem Rollchen, würde ich sagen. Der hat Power, der Junge. Und der hat Bock. Der hat Bock, hier heute Abend das erste Match zu gewinnen. Und dann will er natürlich auch das Main Event gewinnen. Mike Dusan. Ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus. Ihr müsst mir das ruhig sagen, ne, wenn ich die neuen Cores falsch ausspreche. So, dann kommen wir jetzt zu Mann Nummer 3. Habt ihr mich vermisst?
Lucarano is back in business, bitches. Ja, Armageddon, da habe ich schon mitgekämpft, da habt ihr mich alle gesehen. Danach war ich wieder weg und da bin ich wieder. Da bin ich wieder, hier wo ich hingehöre. NXT ist mein Zuhause. Und heute Abend gibt's nur einen Sieger. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Ich bin LCW. Und deswegen werde ich hier jetzt dieses Triple Threat Match gewinnen. Und ich werde auch das Main Event gewinnen. Damit könnt ihr euch relativ sicher sein. Und dann haben wir einen ehrwürdigen LCW Champion, der das zu Recht ist. Mann, so lange nicht mehr im Ring gestanden. Ja, Mike Dusan, der wird seinen Augen nicht trauen, würde ich sagen. Der darf hier in seinem ersten Match direkt gegen den Big Boss sozusagen ran. Na, fragt mal JBL, fragt mal Cody Rhodes, fragt mal Chris Jericho, was ihr euch da jetzt im Ring antun werdet. Ja, Big Show, der ist nicht dabei und dann geht's jetzt los. Mike Dusan, Sami Zayn und Lucarano. Mann. Und ich fange mal direkt an, denn Sami Zayn sehe ich mal als größere Herausforderung. Dann wird das hoffentlich jetzt ein richtig gutes NXT Triple Threat Match. Ja, machen wir halt mal mit Mike Dusan gemeinsame Sache. Warum nicht? Schöner Double Suplex. Aber Mike Dusan, bild dir mal gar nichts ein. Oh ja, klar, Sami Zayn will mal direkt zeigen. Lucarano ist es mein Zuhause hier, NXT. Aber dem machen wir mal hier direkt ein Schloss vor. Natürlich jetzt die Frage, wie lange können die beiden gegen mich bestehen, weil es ist klar, ich werde das Ding hier gewinnen, ich werde das Main Event gewinnen, wer denn sonst? Wir müssen ja einen richtigen LCW Champion haben, was bringt mir denn ein Sami Zayn, ein Mike Dusan, die den Titel nach 2 Wochen wieder verlieren? Wir brauchen hier eine richtige Hausnummer, ein Aushängeschild für NXT, was denn sonst? Und da kann man eigentlich nur mich nehmen. Ja, Sami Zayn, natürlich. Da hat Mike Dusan gerade nicht mitgearbeitet, meine Schuld war das bestimmt nicht, dass der Move da gerade fail gegangen ist. Ja, Lucarano zurück. Wer von euch hätte es gedacht? Ich wette, nicht allzu viele. Natürlich jetzt im Nachhinein. Klar, alle wussten's. Oh, was kommt denn jetzt hier? Mann, Sami Zayn, da muss ich doch jetzt aufpassen. Das tat weh. Klar, jetzt arbeiten die hier zusammen gegen mich. Unfair. Machen wir mal wieder zusammen. Aber Sami Zayn, der hat's anscheinend raus. Unser Double Suplex, den können wir vergessen, glaube ich. Aber warum arbeite ich auch mit Mike Dusan zusammen? Idiotenfehler eigentlich. Ich kann doch nicht mit so einem Rookie, der absolut nichts drauf hat, kann ich doch nicht zusammenkämpfen. Sami Zayn, Alter, Mann, ey. Jetzt greifen die zwei wieder zusammen an. Hier schön, ja klar, Neckbreaker gegen mich. Warum denn nicht? Kann man ja mal so machen. Ja, Sami Zayn feiert sich jetzt schon, als hätte er den Titel gewonnen. Aber ich glaube, es ist. Man muss manchmal auch einfach den Rückzug planen. Ich gehe mal kurz raus hier. Jetzt im richtigen Moment angreifen. Genau, jetzt nach dem Suplex. Da kann ich ihn nämlich attackieren und dann vielleicht mal irgendwie hier, zack, Neckbreaker. Und jetzt einfach mal das Cover hinterher. Eins. Ah, Sami Zayn natürlich. Oh, Mike Dusan. Geht mir auf die Nerven, die beiden hier. Kämpfen jetzt hier dauerhaft zusammen. Das darf nicht wahr sein. Gehen wir vielleicht einfach mal raus, weil das wird mir jetzt zu hitzig. Die beiden, wenn die hier dauerhaft gegeneinander kämpfen, habe ich ja quasi keine Chance. Ah, jetzt vielleicht, wenn sie mich nicht erwarten. Sami Zayn. Blue Thunderbomb. Und jetzt muss ich, glaube ich, mal hier attackieren, weil jetzt wird mir Sami Zayn hier ein bisschen zu, ja, zu gut. Macht hier zu viele Aktionen. Keine Lust, dass der das Match hier am Ende gewinnt. Und dann zeigen wir ihm doch jetzt mal, wo der Hammer hängt. Mit einer schönen Top-Rope-Aktion. Eine Hurricane Runner vom Top-Rope oder Frankensteiner. Gibt mehrere Bezeichnungen für diesen Move. Und jetzt machen wir mal ernst hier. Jetzt reicht's mir nämlich langsam. Jetzt reicht es mir. Bam! Superkick. Gute Nacht, Mike Dusan. Und jetzt hole ich mir das Ding. Oh, im Seil. Billiger geht's ja kaum. Aber ich habe da eine Idee. Vielleicht einfach mal hier hinten. Ja! Schön von hinten attackiert. Danke. Und Mike Dusan, der dreht hier richtig auf in diesem Match. Was hat er vor? Nö, Submission. Nee. Du gewinnst hier nicht. Stellt euch mal vor, Mike Dusan holt hier den Sieg. Quasi in seinem Debüt hier direkt das Titelmatch sich verdient. Ja, so weit wird's kommen. Ich lasse die beiden da erstmal arbeiten. Da kommt nämlich der Hiluva-Kick. Und jetzt vielleicht Sami Zayn abfangen. Oder das Cover einfach gegen Mike Dusan. Auch eine Idee. Aber immer Rope-Break. Mann, ich muss vom Seil da wegkommen. Oh, der Insugiri hat genau gesessen. Nein, und jetzt mache ich Dusan. Was erlaubt er sich gegen mich? Hier so eine Aktion, sein Finisher. Impaler DDT.
Mann, jetzt muss ich mich schon wieder aus dem Staub machen, aber geht doch nicht anders. Ah, der Enzogiri ging jetzt leider komplett in die Hose. Mal jetzt ein bisschen abwarten. Oh, das Cover muss ich jetzt natürlich unterbrechen, denn klar, ich lasse doch hier nicht einen Sami Zayn gewinnen. So, ah, das ist immer gefährlich. Sami Zayn brauche ich jetzt nicht, dass der mich hier noch pinnt oder so. Sami Zayn, ne, der nicht, aber Mike Dusan auch nicht. Ich werde mir den Titel holen, egal ob es mal nicht gut aussieht. Ich schaff das, ich schaff das. Und jetzt baue ich hier den Ringpfosten nämlich ab. Jetzt habe ich Zeit. Jetzt gehe ich dazwischen, jetzt gehe ich dazwischen. Nee, Sami Zayn, du hörst jetzt auf. Ich will, dass du jetzt da in die Ecke gehst. Aber die beiden machen weiter. Ich sollte mich da vielleicht nicht blöd einmischen. Nachher krieg ich's wieder ab. Es ist ja so, ich krieg's dann wieder ab. Und jetzt weitermachen. Jetzt vielleicht, ja, Mike Dusan, der hat da jetzt erstmal Spaß in der Ringecke. Der hängt da gerade so. Machen wir doch mal was draus. Schicken wir ihn da auch noch hin. Und da ihr beiden da gerade so schön seid, Kuscheltime, würde ich sagen. Da, schön zusammen, wie sich das gehört. Oh Mann, ich will jetzt keinen falschen Move bringen. Nachher, ja, bin ich derjenige, der hier gepinnt wird. Das wird dann richtig ärgerlich. So, beide sind ziemlich angeschlagen. Das kann man mal so festhalten. So, weitermachen bei Zayn vielleicht. Schön, Dropkick hat gesessen. Vielleicht hole ich mir mal einen Stuhl draußen. Das wäre doch mal eine Idee. Aber jetzt, nee. Mike Dusan will ja auch hier nicht das Cover zeigen. Nee, gut, dann kann ich mich nochmal kurz rausgehen. Ich will mir einen Stuhl holen. Das wäre doch mal was. Ah, ein Sledgehammer, auch nicht schlecht. Und dann machen wir dem Ganzen nämlich jetzt ein Ende. Keine Ahnung, was Mike Dusan da gerade vorhat. Ja, der hat gesessen, der Schlag. Und noch ein. Ja, das hat jetzt gesessen. Und jetzt vielleicht erst Sami Zayn abfertigen. Ja, wen fertig ich zuerst ab? Das ist jetzt die Frage. Ja, der in die Ecke. Ja, ich gehe vielleicht doch nochmal raus und hole mir einen Stuhl. Hätte ich gerade irgendwie mehr Interesse dran. Das Cover, das darf ja nicht wahr sein. Mike Dusan, frech, frech wie nie. Was macht der denn jetzt? Ich lasse die mal zusammen kämpfen. Und dann vielleicht, ja, Suplex, auch nicht schlecht. Jetzt vielleicht abstauben. Das wäre doch jetzt eine Aktion. Das wäre doch jetzt eine Aktion. Wenn das jetzt klappt, wenn das jetzt klappt, was ich hier vorhab, dann kann ich mir jetzt hier den Sieg holen. Die haben es einfach nicht drauf. Die können mir keine Parole bieten. Genau so. Und jetzt? Nein. Sami Zayn mit dem Konter. Aber das kann ich auch. Und jetzt Crossbody. Aber der geht voll daneben. Mann. Was kommt jetzt? Figure 4. Da muss ich jetzt natürlich dazwischen gehen. Mann, dieser Mike Dusan. Der macht mir es hier ein bisschen schwieriger als Sami Zayn. Das ist der Wahnsinn. Ah, schöner Knee Drop, aber jetzt ist Feierabend, mein Freund. Darauf habe ich gewartet. Der Guillotine Choke. Gute Nacht, und das ist der Sieg. Und damit bin ich einen Schritt näher, einen kleinen Schritt näher am LCW-Titel. Ja, was habt ihr erwartet? Oh, was kommt jetzt? Ja, Zayn hat stark gekämpft. Ja, soll er mir mal zum Sieg gratulieren. Vielen Dank. Ich weiß auch so, dass es die Awesomeness in Person ist. Und da muss ich jetzt an dieser Stelle nochmal einen kleinen Cut machen. Denn dann kommt es gleich zum Main Event. Wow, Chris Sterling gegen Luca Rano. Das ist ein Duell, darauf kann man sich freuen. Wir sehen uns jetzt sofort wieder. Bis gleich. Und dann kommen wir jetzt zum Main Event von Part 100, zum LCW-Titelmatch. Meine Wenigkeit gegen Chris Sterling. Und wenn man mal überlegt, wie geil dieses Match ist von der Ansetzung, überlegt mal, wer dahinter steckt. Luca Rano versus Spongo. Jetzt geht's richtig ab. Ich werde mir jetzt den LCW-Titel holen, denn dann ist der Titel da, wo er hingehört. Der steht mir zu, dieser Titel. Ich bin LCW und deswegen werde ich mir jetzt auch diesen Gürtel umhängen und damit heute Abend nach Hause gehen. Ich hatte natürlich jetzt nicht die längste Pause, aber schaffe ich schon irgendwie. Kurz Schweiß abtupfen und jetzt geht's wieder los. Ihr habt mich bestimmt schon vermisst. Da bin ich wieder. LCW Championship. Jawohl, so muss es sein. Ich hol mir das Ding. Ich hol's mir. Ich bin so entschlossen wie noch nie. Damals war ich Intercontinental Champion. Da haben sie mich quasi vom Erfolg nachher abgehalten, als ich mein Match gegen Chris Jericho hatte. Da wurde ich attackiert von zwei blöden Ratten. Wer erinnert sich nicht an die Living Legends?
Und deswegen, heute ist my time is now. So kann man sagen, wie Cena. My time is now. Never give up. Und ich hole mir heute diesen Gürtel. Chris Sterling, tut mir leid. Erste Match hast du gut gekämpft, aber jetzt ist Feierabend, jetzt ist Endstation. Und ich werde mir zeigen, was in mir steckt. Und jetzt werde ich mich krönen. Ich war ja schon da bei Battleground, bei Armageddon. Da habe ich gezeigt, was in mir steckt. Ich habe Age of the Fall alleine mehr oder weniger ausgeschaltet. Und jetzt das. Was? Was will denn... Das ist Kevin Nashs Musik. Was will denn jetzt Kevin Nash hier? Da kommt er. Big Daddy Cool. Mein Erzfeind aus WWE 13. Wer kann sich nicht zurückerinnern? Was soll denn das jetzt? Big Daddy Cool. Der soll doch einfach mal mit Shawn Michaels und Randy Orton seine Feder austragen. Was will der denn jetzt hier? Ich habe jetzt hier mein wichtiges Titelmatch. Was will der hier? Kann ja nicht sein Ernst sein. Was tut er? Kevin Nash hier in Part 100. Klar, die alten Fans von euch, die noch dabei sind aus den WWE 13 Zeiten, die wissen, warum ich so geschockt reagiere, wenn Kevin Nash einen Ring betritt, in dem ich auch stehe. Das darf doch nicht wahr sein. Was will denn jetzt Kevin Nash? Will der jetzt hier gegen mich kämpfen oder was? Der soll mal schön verschwinden da, wo er herkommt. Ich habe jetzt hier mein wichtiges Titelmatch und nichts anderes. Das Publikum feiert ihn noch. Wofür feiert ihr ihn? Klar, und jetzt stellt er sich vor mich. Was hat der denn jetzt für Probleme? Was hat Nash vor? Und dann gibt es hier anscheinend echt einen Contest. 1 gegen 1. Kevin Nash will gegen mich antreten. Aber warum? Ich habe doch jetzt ein LCW Champion Titelmatch. Warum? Warum attackiert mich hier Kevin Nash? Und jetzt setzt er an zur Jack... Er spinnt ja wohl. Und das ist die Jackknife Powerbomb. Ja, ganz toll. Chris Sterling kommt zum Ring nach der Attacke von Kevin Nash. Warum? Warum Kevin Nash? Das frage ich mich jetzt. Warum wieder gegen mich? Wie damals schon. Damals wurde ich attackiert. Damals hat man mich an meinem besten Moment, als ich gegen Chris Jericho das Match hatte, hat man mich attackiert. Kevin Nash hat mich auch letztes Jahr schon attackiert. Warum? 2 Jahre später schon wieder. Ja klar, Chris Sterling, Fight for Life, der hat jetzt gut lachen. Absoluter Favorit jetzt nach der Jackknife Powerbomb, meine Herren. Darf nicht wahr sein. Warum? Warum Kevin Nash? Das ist doch jetzt kein fairer Contest. Kann ja jetzt schon sagen, was passiert. Wie soll ich denn jetzt gegen diesen Mann, gegen Chris Sterling? Der ist doch auch kein Escardio, wo ich sagen würde, ja, das schaffe ich. Guckt euch das an, ich kann so gerade noch stehen. Und das ist der LCW Champion Titel. Den vielleicht einige noch nicht gesehen haben. So sieht das Ding aus. Oh Mann. Jetzt heißt es wirklich. Arschbacken zusammenkneifen und durch. Irgendwie. Und wenn es durch einen Roller ist, ist es mir total egal. Aber ich glaube einfach nicht. Was soll ich noch sagen? Nach einer Jackknife Powerbomb. Wie würde es euch gehen? Nach einer Jackknife Powerbomb. Die Luft ist raus. Und jetzt Chris Sterling. Natürlich. Da muss ich irgendwie raus. Direkt mit dem Dominator. Darf nicht wahr sein. Kevin Nash, warum? Chris Sterling ist neuer LCW Champion. Ja, wer hätte es denn nicht besser sein können als Chris Sterling? Aber ganz ehrlich, Chris Sterling, du weißt es ganz genau, es war wegen Kevin Nash. Und jetzt kommt hier auch noch Jack Steele zum Feiern. Natürlich leider wieder ohne Musik, ein bisschen buggy. Aber ich hoffe, dieser Part 100 hat euch in der Gesamtheit gefallen. War ein bisschen buggy dabei. Aber Lucarano ist back in business. Ja, bleibt dabei und seid dabei und
vor allem verfolgt weiter, wie es weitergeht bei Raw, bei SmackDown und bei NXT natürlich mit einem neuen LCW-Champion in Form von Chris Sterling. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Kommentar da unten, Daumen oben, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, Hell Yeah!